Oh yeah, Elektroschrott. Liebe Freunde des Elektroschrotts, heute mal eine Aufnahme im Freien hier im Garten. Wetter ist, ja, andere Leute nennen es schön, ich nenne es zu warm. Und heute will ich euch mal erklären, wie eigentlich diese Sache zustande gekommen ist, hier da mit dem Winkelschleifer Kickstarter-Ding. Das hat nämlich was damit zu tun, dass Amazon ein Arschloch ist. Genau genommen der Empfehlungsalgorithmus. Warum ist Amazon ein Arschloch? Es hat alles hiermit angefangen. Ganz harmlos. Wir haben hier so eine gigantische, unglaubliche, urzeitähnliche Hecke und musste ich irgendwie mal bei und dann habe ich mir diese Fiskars-Heckenschere hier gegönnt. Das ist ein witziges Teil hier mit diesen merkwürdigen Zahnraddingern. Das hat hier weiter, wenn man es aufmacht, eine etwas größere Untersetzung. Das ist cool für dicke Zweige, cooles Ding. Ja, und damit schnippelte ich fröhlich an unserer Hecke rum. Feine Sache. Und dann kam der Tag, an dem ich bohren musste. In Aluminium. Und mein alter Akkubohrer, wisst ihr, was der zu mir gesagt hat? Ja, super. Also denke ich mir, Gregor, dein alter Akkubohrer, der ist mittlerweile 15 Jahre alt. Der war damals schon nicht besonders gut. Gönn dir doch mal was. Kauf dir doch mal was Richtiges. Also ich, ja, zu Amazon zugeschlagen. Das Richtige, hier am Peter, ne? Also richtiges Werkzeug, nicht so dieses, ne, was ich sonst hatte. Und ein cooles Gerät, was ich mir da besorgt habe. Ja, also mit Holster und mit Ladegerät, Akku. Was ich ganz geil fand, zwei Akkus dabei. Hier ist noch der Ersatzakku. Schönes Teil, schönes Kästchen, hat mich glücklich gemacht. Tja, soweit so gut. An dieser Stelle ist Amazon noch lieb. Amazon hat mir für einen günstigen Preis einen Akkubohrer verkauft. Und zwar einen, der viel besser ist als mein Alter. Und den er jetzt auch schon zweimal im Einsatz gesehen hat. Bin elektrisch halt voll. Ja, die Zumachdinger hier sind manchmal ein bisschen hakelig. So. Jedenfalls, Heckenschere, Akkuschrauber. Was braucht der Mensch schon mehr als das? Eigentlich nichts. Außer natürlich, wenn Amazon ein Arschloch ist. Und zwar deswegen, weil nachdem ich mir die beiden Sachen gekauft habe, es sofort losging, dass auf allen Websites, die ich besucht habe, wo Werbung eingeblendet wurde, Amazon-Werbung eingeblendet wurde. Und zwar Amazon-Werbung für, ihr ratet's nicht, Heckenschirm von Makita. Boah, diese Männer. Ich bin aber stark. Ich lasse mich durch Werbung nicht beeindrucken. Ich lasse mich davon nicht ins Boxhorn jagen. Ich kaufe nicht, was man mir sagt, was ich kaufen soll. Und deswegen hat es fast eine Woche gedauert, bis ich dieses Werkzeug hier hatte. Ja, okay. Ich bin vielleicht doch ein bisschen, kleines bisschen, also weil ich wollte ja immer schon mal so hier, ne, verantwortungsbewusst sein. Naja, gut. Was war das Problem? Tolle Heckenschere, gefällt mir, prima. Hat einen winzig kleinen Nachteil. Guckt da hier, kein Akku dabei. Wisst ihr, wann mir das aufgefallen ist, dass in dem Pack keine Akkus dabei waren? Ja, genau, als ich die Versandbestätigung bekommen habe. Wie üblich. Also, naja, was bleibt einem anderes übrig, als hinzugehen und sich zwei Akkus zu kaufen? Und natürlich auch zu diesen Akkus passend ein Ladegerät. Schön, jetzt konnte ich mit meiner Heckenschere endlich so richtig schön. Kleiner Nachteil. Ihr seht schon daran, wie ich liebevoll an diesen Boxen da rumgemuckelt habe. Ich bin ein großer Fan von Aufbewahrungsmöglichkeiten. Und so hier, das ist lose. Also gut, was tun sprach zu was? Ich habe mir also bei Amazon dann mal geschaut und da gab es einen Verkäufer, der hat so eine Kiste von Makita da leer verkauft. Tada! Noch ein MacBook. Und Kiste ist natürlich super für Akku und Dingens und so, ne? Kann man da ein bisschen reintun. Und dann sieht das so aus und dann fliegt das rum. Okay. Was mache ich? Bei Makita eine Mail hingeschrieben und habe die gefragt, Jungs, wie sieht denn das aus hier? Ich habe dieses ganze Geraffel, das fliegt da drin rum, kann man da nicht irgendwas machen? Ja klar, Herr Ottmann, kann man da was machen. Kein Problem.
Und dann habe ich mich, wie Makita mir gesagt hat, an meinen lokalen Fachhandel gewendet und habe mir diese Plastikanlegeschale hier gekauft. Und mit dieser Plastikanlegeschale sieht das dann nämlich so aus. Jetzt kann ich nämlich meine Akkus hier schön unterbringen. Und den Akkulader auch, auch das Kabel. Eine verheerende Sache, der Profi sieht schon, da sind noch zwei leere Fächer. Oh, das geht auf Dauer nicht gut. Nur, ganz lustig, bei diesen Einlegeschalen, die habe ich ein bisschen im Internet gesucht. Der günstigste war ein holländischer Händler. Der wollte mir dieses Stück Plastik verkaufen für 40 Euro. Hallo? Die gute Frau Milius vom Baustoff Fritz da hinten, ja, die hat mir dann ein Angebot gemacht, die hat mir für 16 Euro vertickt. Ich weiß, das ist immer noch völlig irre, aber hey, das bin ich, ihr kennt mich, oder? Jetzt habe ich jedenfalls auch meine Akkus in so einer schönen Kiste. Prima. Jetzt habe ich also den Schrauber, ich habe die Akkus und ich habe die Heckenschere. Naja. Dann hatte ich neulich diese Idee, meinen Schreibtisch ein bisschen zu pimpen. Und ich sage es mal so, vernünftige Menschen, ja, die hätten an der Stelle einen Schleifblock genommen, ein Schleifpapier und hätten Hand. Das letzte Mal, als mich jemand als vernünftig bezeichnet hat, das hatten wir, glaube ich, noch nicht. Das mache ich also. Völlig klar, wenn, dann müssen die Farben zusammenpassen. So viel OCD muss sein. Also habe ich mir auch noch passend zu diesem Kram hier in derselben schönen Farbe diesen Schwenkschleifer hier gegönnt. Tada, Schwenkschleifer. Also, könnt ihr euch in Action anschauen in dem Video über das Rest, über Schreibtischmodding. Da habe ich dann hier noch so Zeugs und so. Habe ich übrigens auch wieder im Fachhandel gekauft. Ich fand das nämlich ganz cool. Wieder die gute Frau Milius von Fritz Baustoffe da hinten. Ich krieg von denen nichts. Ich sag's nur, welchen Laden cool finde. Die hat mir da einen recht ordentlichen Preis gemacht. Ich glaube 10 Euro über Amazon oder so. Aber dafür ist es halt wirklich, wenn man mal ein Problem hat, ne? Geht mal kurz rüber, komme ich mehr oder weniger zu Fuß hin und die helfen mir dann auch. Was ich ganz cool daran finde hier an diesen Kisten, ja, das ist anders als bei diesem Heimwerkerzeug, das man sonst so hat vom Bosch oder so. Sind die nicht nur geil stapelbar, ja, sondern man kann hier dann auch jeweils, wenn man sie stapelt, diese Clips eine Ebene höher machen. Ja, das sieht man jetzt hier. Das geht dann auch hier. Mhm. Auf der anderen Seite hat es auch noch einen. Da kann man hier so die ganzen Kistenstapel durch die Gegend. Ist gerade für so einen Aufbewahrungsfetischisten nämlich natürlich eine total geile Sache. Mhm. Ja. Übrigens, falls es irgendjemandem aufgefallen ist, ja, es handelt sich um eine Samsung-Mütze. Ja. Ich habe keine andere und es ist sonst so sonnig. Wie dem auch sei, ich habe jetzt jedenfalls dieses ganze Geraffel und ich bin echt happy damit. Alles schon benutzt, alles ist ziemlich cool. Einziger Nachteil ist, wenn man mal angefangen hat, diese Dinger zu sammeln, ne, wenn man so ist wie ich, ich kann ja auch nicht Matrix. Ne? Ich habe den zweiten und den dritten Teil Matrix als HD-DVD im Regal und wisst ihr warum? Weil ich den ersten hatte und es nicht ertragen konnte, es nicht komplett zu haben. Ich fürchte, das Sortiment von Makita ist umfangreich. Das wird teuer, Kinder. Und genau deswegen auch hier der, diesmal kriege ich es auf die Reihe, wie rum es richtig sein muss. Ich glaube, da ist das, wo ihr draufklicken könnt, dieses Info-Icon. Und dann kommt dieses Teil runter für mein Kickstarter-Projekt, wo es noch mehr Makita-Spielzeug gibt. Ich mag es halt einfach. Jo, gut. Das war's aus dem Garten. Die nächsten 2 Wochen habe ich hier meine Eltern zu Besuch. Es kann gut sein, dass ich da nicht großartig dazu komme, irgendwas zu machen oder zu filmen oder was auch immer. Aber ja gut, ihr lebt ja auch mal eine Woche ohne mich gerade. Bei dem Wetter geht halt mal baden oder saufen. Oder nach dem Baden saufen, davor soll man ja nicht. Oder ach, irgendwie sowas. Na gut. Bis dahin jedenfalls. Hier, Kickstarter tun und Tschüssing.